Lieber Klaus, so wird hier gegrillt. Ganz easy. Die Essensstraße hier in Kuala Lumpur und für mich ein absolutes Muss bei jedem Besuch hier. Hier gibt es die ganze Straße entlang zahlreiche Stände oder Restaurants, wo man typisches lokales, vorwiegend aber in Richtung chinesisches Essen bekommt. Und Achtung, Auto! Hier ist nachts auch immer sehr viel los. Und wir werden jetzt einfach mal zu einigen Ständen gehen und ein paar Sachen probieren bzw. einfach essen. Obwohl hier so viel los ist, ist die Straße hier leider nicht gesperrt und hier sind die auch ein bisschen aufdringlich, also wenn man dran vorbeigeht, dann rufen die einen immer und wollen, dass man bei ihnen was isst. Und hier gibt es einfach alles, was das Herz begehrt und für mich ist es einfach ein Essenshimmel. Glasiertes Schwein geholt, also so Bacon Stripes und was ist das andere, so in Quadrate verarbeitet und es schmeckt sehr, sehr lecker und hier kann man auch sehen, wie es gerade gegrillt wird. Hier sieht man noch so ein paar einfache, kleine Essensstände. Ich muss sagen, hier fahren echt eine Menge Leute scheiß teure Autos. Mercedes und BMW kosten hier in Malaysia fast doppelt so viel wie in Deutschland. Oder noch mehr, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind die super, super teuer hier. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt mal so eine Languste. Diesen Kerl hier, den werden wir jetzt gleich verspeisen, nachdem er erstmal gekocht wird und dann lecker gegrillt. War aber jetzt nicht ganz billig, gell? Nö, war ein bisschen teurer, aber muss sein. Thank you. Thank you. So ein großer hier, der kostet so ungefähr umgerechnet 10 Euro. Das ist nicht ganz billig, aber dafür ist er frisch. Und das kriegt man bei uns einfach nicht zu dem Preis. Was ist gerade gekommen? Das Omelette, das ist ganz, ja, das wird ganz oft hier bestellt von den Asiaten. Und wird dann mit Reis und noch verschiedene Gemüsen und Fleisch noch dazu gegessen. Und dann haben wir natürlich noch unser Baby, wie heißt es, Cabbage auf Deutsch? Weiß nicht, Pak Choi. Pak Choi. Das ist meiner. Meiner ist klein. Die Frau kriegt den großen. Spalte hier. Traumhaft. Schatzi, das musst du probieren. Wir essen jetzt erstmal und sehen uns gleich wieder. Einfach mega lecker. Und ja, bis weiter. Hier waren wir jetzt auch schon ein paar Mal essen und hier ist es auch richtig lecker. Und vor allem die Dim Sum sind hier richtig, richtig toll. Achtung, Auto. Meistens gehen wir hier so um 2:30 nachts essen, da ist es auch noch offen. Hier seht ihr die Karte und davon einfach nicht verwirren lassen, dass es jetzt so aussieht. Ja, ein bisschen laut, da fahren ein paar Autos vorbei. Es ist halt Street Food. Die sparen halt an den Tischen, an den Stühlen. Aber das Essen ist wirklich bombastisch und ich finde, das ist das beste Essen, was man hier in Asien so bekommt.
und ja, auch viel besser als das bei den Touristenplätzen in den klimatisierten Räumen. Gebratene Bittergurke. Das ist, ich glaube auf Deutsch heißt sie Bittermelone. Wie der Name schon sagt, ein bisschen bitter. Aber wenn die richtig gekocht ist, verliert sie ein bisschen an bitteren Geschmack und ist trotzdem noch sehr, sehr lecker. Ist trotzdem noch sehr, sehr lecker. Ja, man muss sich dran gewöhnen. Also ich mag es total. Mit Eiern gebraten. Dann haben wir hier so eine Kokos-Limettensuppe. So eine ähnliche habe ich euch auch schon gezeigt, nur noch mit Nudeln. Und den Link findet ihr jetzt auch eingeblendet. Ah. Den Link findet ihr jetzt auch eingeblendet von der Suppe, die wir gemacht haben. Ah, okay. Auch Kokos-Limettensuppe. Was ist das? Das sind Dim Sum. Hier haben wir hier hinten die Siumai. Die haben wir euch auch schon gezeigt. Link findet ihr ebenfalls eingeblendet. Die hier. Nee, die haben schon mal eingeblendet. Haben wir schon mal eingeblendet? Ja, im anderen Video. Siumai? Ja. Egal, nochmal. Okay, nochmal. Diese Dim Sum hier sind mit Krabbenfleisch. Alter, die muss sagen, die Musik ist echt laut. Ich weiß, ich schreie ja schon. Krabbenfleisch? Krabbenfleisch! Okay. Und die? Die hier sind so ähnlich wie die Siumai, auch mit Garnelen und Schweinefleisch. Da guckt Schwänzchen raus. Ja, ist das nicht süß? Kleine Bällchen mit Krabbenschwänzchen.